Hallo, Leute, da sind wir wieder. Probier's nochmal hier. How old are you, kiddo? Huh? What's an old? I've made myself super useful. I saw 300 wooden boards for coffins. Der sagt doch immer was anderes, ne? Ich will mal gucken, wie es ist, wenn ich ihn draußen raushole. Ist auch nichts, was ich hier holen kann, ne? Warte mal, lass mich nochmal... Ich möchte nochmal rein, bitte. Ich möchte nochmal rein, bitte. Oh, ganz kurze... Hier, genau. Ganz kurze Pause. Ich muss mal ganz kurz was erledigen, ist dringend. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich musste mir nämlich unbedingt ein paar Weintrauben reinschießen. Ne, das war ein Nebenprodukt. Ich hatte ein kleines Problem mit einer brennenden Kerze. Und bevor das Haus lichterlo ist, wollte ich das mal schnell klären. Ja. Mein Holzhüller auch nicht. Mal gucken, ob der kleine Gnom hier vorne mein Holz möchte. Aber ich befürchte auch eher nicht. Why aren't you? I'm Cervini. Go see. Okay. Ich habe gesagt, gedacht, er sagt was Neues. Okay, hier ist wieder Hören und Sehen. Spiel gespeichert, liebe ich ja. Mhm. Da muss ich bestimmt was hinstellen. Aber nichts von dem, was ich dabei habe. Okay. Why are you so heavy? I'm so heavy. Heavy in your arms. So, was hier? There's something sparkling in there. Damn, I can't get it. Okay, was haben wir hier? Das Medaillon kommt da rein, wa? Okay. Ich nehme an, entweder müssen wir hier stochern. Oder ihn. Do you want me to set you free? That's not an option, madam. I must serve. Bin ich nicht richtig an der... So, jetzt probieren wir es nochmal. Okay, ich glaube... Ja. Get in the crack, kid. Fetch me the treasure. Dankeschön. Okay, warum guckt sie eigentlich immer noch so böse? Habe ich zu wenig gute Sachen gemacht? Oh nein, was ist denn das? Aber das Spiel ist gespeichert. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich tue gerade. Mhm. Links ist eine Tatze, oben ist ein... der Hufdings hier, ne? Und rechts ist ein Hasenfoto. Aber links ist doch kein Elefantenfuß, oder? Ich
Müssen die irgendwie alle zugleich auf derselben Stelle ankommen? Oder so? Guck mal, da müsste erst der Hase. Dann hier er. Was? Das war schon wieder nicht ganz so richtig, glaube ich. Okay, die könnten unmittelbar los. Okay, der ist ein bisschen schneller, das Antilopendingsbums. Also ich hoffe, ich mache das überhaupt richtig. Hier rechts ist es. Warte, warte, warte. Eine Rolle, die in dem Grabgewölbe gefunden wurde, ne? Ist ja praktisch. To make people happy. You were made to make me happy. Na. Okay, ich kann die Rolle nicht so angucken, aber kann ich das Spiel nochmal spielen? Mit dem bösen Kram? Muss ich das vielleicht sogar nochmal spielen? Ich habe Angst, dass es was Schlimmes ist, wenn ich das mache. Und ich will. Wartet mal. 10 und 20. Ich will das nicht. Ich will das nicht kaputt machen. Und schlimm genug, dass ich überhaupt auf 10 hoch musste. Oh je, oh je. So. Nee, 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 nee. Immer noch nicht. Oder wartet mal einfach so. What a hideously beautiful sight. Okay, ich möchte ihn nicht wecken. Girl, help me. I'm over here by the tombstone. What do you need? I escaped from captivity, and now I want to go home to my mom. He wants his mommy. Remember how rude you were to her? Well, we do. Yes, I was an awful son and friend, but I realized that now, and I want to go back home. Help me. I know you're getting out of here. Bring me with you. It's up to you. Okay. Will you take me with you, girl? From yours? I haven't decided yet. Wie nehme ich ihn mit? Why aren't you... I'm surveying you. Go see the... Will you take me with you, girl? That depends on how you behave. Also ich würde ihn ja mitnehmen, aber ich habe gerade überhaupt keine Ahnung wie. What a hideous... Nah. Okay. Wir haben so eine Rolle. Muss ich die unten dem Geppetto-Typen zeigen?
Ich möchte sehr umgehen, dass wir das mit dem Totenkopf machen müssen. Merkt man vielleicht. Wenn der hier so das mit dem Briefbeschwerer und so macht, muss ich dem hier das irgendwie auf den Tisch legen? Ne? Ja, ich hätte noch rausgehen können. Ich habe gedacht, der kommt jetzt sofort. Geht das? Ah, ja, cool. Jetzt wird er mich vielleicht kurz sehen. Aber gut, ich habe es noch geschafft. Okay, macht das keinen Sinn. Please, girl. Ja. Bin schon wieder überfragt. Ich will keine Sünden dazu machen. Kommt, wir lesen wieder. Der Friedhof, genau. Da mit dem Grabding, da waren wir schon. Den Riss im Boden. Schicken Sie die Holzhügel in die Lücke, haben wir gemacht, Medaillenstück. Sonnenrätsel. Was haben wir gemacht? Also, seht ihr? Wir schreiben die auch Sonnenrätsel. Nimm die Schriftrolle und gib sie dem Dämon. Aber der wollte die doch gerade nicht. Okay, aber hier steht da, nimm die Schriftrolle und gib sie dem Dämon. Und dann können wir vorlesen lassen, nett oder unnett. Ah, hier steht, das Schädelrätsel müssen wir auch machen. Also können wir eigentlich guten Gewissens das tun. Er steht nämlich nicht bei böser Entscheidung da. Da wir ja eh nach oben müssen, versuch mal das nochmal, dem den Zettel zu geben. So, nochmal. Tatsächlich, ich habe es wahrscheinlich doch nicht richtig gemacht. Höflich oder böse? Natürlich sind wir höflich. Excuse me. May I ask you to read what it says? What's that you've got there? Ein Glühbirnchen. I'm starting to understand these symbols. It's describing a ritual from the Book of the Dead that can transfer a body from a cemetery to the neighboring island. It does mean a dead body, but that's probably no biggie. Are you sure? No, but it's a chance to escape. It's hardly the best chance. I don't feel like dying. You're in hell. Death isn't the worst thing that could happen to you.
That sounds less than comforting. So, what do I need for this ritual? You'll need dead water and any valuable item. But where can I get all of that? Cheer up! You're in the realm of the dead. You can dig up anything if you search hard enough. Okay. Da der Typ dort hinten ja jetzt wach ist. Warte mal, vielleicht machen wir erstmal das Schädelrätsel, wenn wir einmal auf dem Weg sind, bevor wir hin und her latschen. Oder versuchen es zumindest zu machen. Okay. Quatsch. Die sind beide gleich schnell ungefähr. Okay, Elefanten schneller. Also erst Hasi. Den. Er. Das war zu schnell. Oh, es hat trotzdem geklappt. Mhm. Oh, was that gross thing that crawled out? Das sieht jetzt nicht so nach so einer guten Entscheidung aus. Okay, ich kann mit dem Kollegen gerade nichts machen, aber hier. Guck mal, der Mann hatte doch Gläser. Muss ich den da irgendwie einfangen vielleicht? Eins liegt doch so umgefallen an seinen Füßen, oder? Hallo. Where's that light coming from? There's why I light my bless. I was swimming in the sea of dreams, and now I'm lost adrift. From the empty, worst expense to this wretched song and dance. Who pray tell is to play? Very nice. And in verse, too. Something seems to be upsetting you, am I right? I'm missing a soul. One from the Sage Zone, not my own. Bring it back to me, so I can lock her up and throw away the key. Perhaps I can help you? Help me? Your soul would do just fine. I actually had something else in mind. Help finding the missing soul, but not for free. I like people who know what they want, and I'm very keen on haggling. Get me the soul, and you'll get a reward. You're no stranger, I see, to bartering. Spirit Fingers, habt ihr das gesehen? kann ich hier irgendwie... Girl, don't touch my flint. What if I want a smoke for a stint? Give it her, I need it to light up, my dear. Mhm. Okay. Anscheinend dürfen wir das nicht mitnehmen. Böse Entscheidung wäre jetzt bestimmt, den Jungen wieder einzufangen, weil ich denke, das wird seine entflohene Seele sein.
Aber ich glaube, die gute Entscheidung ist diesen bösen Geist. Nicht? Scheiße. Ah. Okay. Juhu. Keine Ahnung, wozu diese Podest denn da ist. Müssen wir da bestimmt irgendwas hinstellen. Hi. Why are you hanging around, Cowan? Nothing. One more missing soul. And don't try bluffing. I almost caught it. Let me go. Hä? Ging gerade nicht. Ah, vielleicht habe ich mit dem Feuerzeug interagiert und nicht mit ihm, stimmt. Darf ich mir was aussuchen? Collect all the treasures aside from souls, you know? Any of my wares could be yours in an instant. If you come back with something precious in town. Was ist das? Ach, eine Spieluhr. Find the nerve, Carl. First you show me your own stuff. Only then can you check. Beruhig dich. Mine are enough. Ja, beruhig dich. Was haben wir jetzt gekriegt von ihm? Halsschmuck, die Belohnung für eine gefangene Seele. Okay. Dudel, dudel, dudel. Kann ich den so mir umhängen? Nee. Muss ich den dem kleinen Gnom dort vorn bringen, vielleicht? Will you take... I haven't decided. Okay, ich dachte, das ist die Entscheidung, dass ich... Ah. I've got the necklace. Great. And you thought you wouldn't find it. Keep hold of it. And I'll look for a suitable place for the ritual. Okay. Hey, who's that giant over there? From the souvenir stall? Oh, there's a whole story behind that. He wasn't always in the cemetery. When I was a kid, Erward was much more mobile. He traveled around and collected all sorts of junk. And then, one day, he got his hands on a jar with a soul inside. He started calling himself a collector and began looking for more and more of them. And that's how he ended up here. He grew bigger and bigger with each soul he collected until he became what you're seeing now. Is there any way I can unsee him? That's not my problem. He'd be interested in your soul too, by the way. There's no way I'm trading my soul. Trading? Who said you'd get anything in return? That isn't funny. Okay, aber liebe Leute, bevor wir jetzt weitermachen mit dem ganzen Kram, wir sind schon fast bei 25 Minuten angekommen. Wir sollten also eine kleine Aufnahmepause einlegen. Und dann bin ich noch unsicher, was wir als nächstes tun sollen. Mit dem ganzen Kram, den wir haben. Denn wir haben immer noch nicht diesen Schlüssel, den er will.
Wir haben auch nichts, um den Schlüssel aufzubrechen. Ich glaube nicht, dass wir das Feuerzeug von dem... Der muss wahrscheinlich erst einschlafen. Ich weiß nicht. Lasst es uns übermorgen in der nächsten Folge ein bisschen auschecken. Bis dann. Tschüss.